so, wir möchten weiter mit dem einander zuhören, weil ich glaube, das verbindet uns auch sehr, wenn wir einander zuhören. Und wir haben ja unsere lieben Freundinnen, die schon langjährigen Freundinnen aus Bosnien-Herzegowina. Und sie haben sich auch, zwei Damen haben sich eine Geschichte vorbereitet. So, ich weiß nicht, wer von Ihnen zuerst sein wird. Die Frau Melina Halibasic. Ja? Bitte sehr. Vielen Dank. Ich möchte mich erst vorstellen, ich heiße Halibasic Melika und ich komme aus Bosnien. Ich bin hier gekommen wie eine Flüchtlinge und damals war ich 35 Jahre alt und jetzt bin ich 67 Jahre jung und lebe 32 Jahre in Österreich. Erste Schwierigkeiten war Sprache. Ich habe in Schule Englisch gelernt. Und das war ein großes Problem. Aber dann denke ich, ja, kann ich mit Gesichtsausdruck, mit Finger, mit Gestikulation etwas erklären. Damit bin ich eingeladen zu einem Frauenprojekt, wo Frauen aus migrantischem Grund hier sind gekommen, etwas zu erzählen. Und wir sind auch wie hier in einer Saale gesessen und wir haben Bilder gesehen. Und dann unsere Aufgabe war, diese Bilder nehmen, was uns etwas sagen. Und ich nehme ein Bild von einer Schildkröte. Weil das war mein Leben. Ich musste, wie diese Schildkröte geht in die Welt. Mit nur meinen Kindern, meinen Eltern und in einem Koffer steht alles, was ich in 35 Jahren habe gehabt. Also meine Freunde, meine Erinnerungen, alles war in diesem Koffer. Und Gott sei Dank, dieser Koffer ist zur Zeit leichter geworden, aber er ist immer da und ich sammle noch immer Erfahrungen hier in Österreich. Auf meinem Weg haben mir viele, viele Leute geholfen. Und von vielen, ich muss, von jeder habe ich etwas gelernt. Sie haben uns mit offenen Händen genommen und sie versuchen uns zu helfen. Mein Vorteil war wahrscheinlich, dass ich habe Englisch gut gekannt und ich kann ich übersetzen für eine Kaserne auf 130 Leute. Also ich war Dolmetscher. Und ja, alle kommen und über Englisch, Deutsch, Bosnisch, Englisch, Deutsch, Bosnisch und Leben geht weiter. Und einen Tag sitze ich vor der Kaserne, ich war ganz traurig und kommt Herr Pausch Gottfried, Leutnant von dieser Kaserne. Und er hat gesagt, ja, was ist los mit dir? Warum tränen deine Augen? Und ich habe gesagt, ja, ich bin doch allein in der Welt mit meiner Familie, mit meinen Eltern und meinen zwei Kindern. Und er hat gesagt, geh mal, geh mal. Und wir gehen in ein Geschäft, ein Blumengeschäft. Und er hat 3, 4 Rosen für mich kaufen und hat gesagt, du musst diese Rose setzen in diesen Garten. In welchen Platz du willst, können Sie sich vorstellen, in einem Jahr, diese Rosen sind so groß geworden. Und das war ein Gest, das hat mir mein Herz so erschüttert. Ein anderer Mensch hat so auf mich gedacht, dass ich brauche etwas Schöneres und was ist besser als Rosen. Und ein anderes Beispiel ist eine Frau, sie hat gesehen, meine Haare sind so gefärbt. Hat sie gesagt, welche Farbe brauchst du? Ich habe gesagt, ich kenne nicht Nummer von dieser Farbe, das ist eine in Bosnien gefärbt. Geh mal mit. Und die Schlecker hat sie auch Farbe für mich gekauft. Und das geht zum Friseur und sagt, bitte machen Sie das. Es ist so Kleinigkeiten,
aber eine große und große und kleine Dame war Christine Enziger. Nach dem Schließung von Kaserne, sie hat mir ihr Haus genommen, weil jede Familie muss zu einer anderen Familie gehen, das war so. Sie hat alles für mich getan, von Mebel, von alles für Kinder, für Schule, alles hat sie für mich gemacht. Und wir fangen mit Zusammenleben. Sie war in einer Etage, ich war in einem Zimmer, 3x8. Und es war für uns, inzwischen ist Vater gestorben und Mama und Kinder, wir sind in so kleinen Raum. Aber ja, Christine ist jeden Tag gekommen und hat gefragt, ob wir etwas brauchen. Was brauchen wir? Ist Oma gut? Für meine Mama hat sie gesagt, sie ist eine gute Seele von diesem Haus. Und ja, wann ist Oma? Sie ist sofort Oma geworden von Christine, von August, ihre Mann und für Janine. Wann ist Oma im Haus? Dann bin ich ruhig, weil ich weiß, eine gute Seele ist im Haus. Und August, das ist ja, es war Ramadan, unsere Fastenmonat. Und er hat gewusst, dass wir trinken eh nicht. Und Oma geht unten, holt für Kamin Kohle und er sieht Oma und gleich wieder ist hinter ihm. Kommt Oma, Simon sagt, ja mein Gott, so Gus ist so ein guter Mensch. Er weiß, ich faste und für uns ist Alkohol verboten. Und er hat diese Wein hinten gesteckt. Das war ja etwas, das sind Kleinigkeiten. Aber damals für uns war groß, groß. Weil was, oder Vater ist gestorben. Wir gehen in einen Ort, 10 Kilometer weit, etwas suchen für Flüchtlinge. Und dann hat sie gesagt, ja, liebe Maria, wir gehen jetzt in eine Kirche. Ja, ich sage, ja, das ist hier, wenn du willst. Und ich zünde eine Kerze für deinen Vater. Ich habe auch geschaut. Dann hat sie gesagt, das ist meine Art von Beten. Und ich mache für deinen Vater. Und irgendwo im Himmel oben, dein Vater wird, dass wir denken, wissen, dass wir denken an deinen Vater. Und das ist ja Kleinigkeit, was ich für dich kann tun. Du kannst du beten auf deinen Art. Aber das ist mein Art und ich mache für Papa Johnny sowas. Ich habe so geweint, das hat mich so berührt, dass sie so gemacht, einfach, dass sie denkt an mich und meine Kinder. Und das ist ja, wenn ich das erste Mal in Wien bin, ja, Wien, große Stadt und ich war in Saalfelden, kleine Stadt, inzwischen ist die Stadt auch geworden. Aber es war echt klein. Und ja, ich denke, mein Gott. Und einmal, ich war etwas einkaufen und ich habe vergessen, wie ich zu Hause. Und ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich möchte weinen, schreien, weil jeder Anfang beginnt eh mit einem Schrei. Und das war für mich Anfang neues Leben in Wien, in einer großen Stadt. Ich war sehr stolz, wenn ich habe Weg gefunden nach Hause. Das war so eine Erleichterung für mich, dass ich doch habe geschaut, ja, und mache Schritt für Schritt. Und dann komme ich nach Hause. Gott sei Dank bin ich zu Hause. Also, ja, meine Christine, ich sage meine Christine, diesen Sommer, ganze Leben hat sie Flüchtlinge genommen in ihr Haus. Sie hat erste bosnische Flüchtlinge, Tschetschenien, auf Afghanistan, auf Pakistan, Syrien, von überall. Und inzwischen, sie hat einen Kredit aufgenommen und ein Haus gekauft und macht ein Heim für Flüchtlinge. Sie hat ganze Leben, und können Sie sich vorstellen, ihre Tochter ist jetzt in Ramallah, weil Tochter geht Mutterweg. Tochter ist auch
so eine hilfsbereite Person. Sie ist jetzt in Ramallah. Und ich habe gesagt, ja, Christine, wie schaffst du das? Nie denken, was passiert. Dann hat sie gesagt, ja, das ist ihr Weg. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich kenne diesen Weg. Hat sie von dir. Und so. Meine Christine war in diesem Sommer bei mir in Sarajevo. Weil sie hat immer gesagt, ich wollte besuchen dein Land. Weil ich habe die Liebe dieses Land wegen dir und wegen dieser Leute. Und ich habe viel gehört, aber ich wollte sehen. Aber ihre Arbeit ist endlos. Immer neue Flüchtlinge, immer jemand braucht Hilfe, immer Christine ist Ansatz. Und sie konnte nicht kommen. Endlich Rente und sie hat zwei, drei Jahre geplant, diese Reise und diesen Sommer war ich in Sarajevo. Und meine Christine lernt unsere Pita machen. Sie wollte auch etwas kochen von uns. Sie wollte auch alles sehen. Sie wollte in Sarajevo sehen, wo Gavrilo Princip hat Ferdinand ermordet. Und alles, sie war so neugierig. Und ich war so froh, weil ich habe auch etwas zu zeigen. Wir sind auch ein Land mit schönen Geschichten und gute History. Und ja, ich war echt froh, dass sie war bei mir. Und ja, dass ich heute über Christine rede, ist nur ein bisschen, ein kleiner Teil. Weil es ist so viel Sache, nicht nur für mich, dass sie hat gemacht, sondern für alle Leute, die in Not sind. Und ja, das ist nur ein bisschen danke, Christine, für alles, was sie für mich gemacht hat. Ich habe diese Frau Christine noch einen ganz großen Applaus. Und auch Meli hat, dass sie uns die schöne Geschichte, dass sie das mit uns geteilt haben. Wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt möchten wir auch noch eine andere Dame von Bosnien zuhören, Frau Hanifa. Der Hanifa erzählt, wie sie
überhaupt von Bosnien nach Österreich gekommen. Damals war die Grenze zu, aber ihre Gatte war ein Jahr vor dem Krieg als Gastarbeiter hier und war zu Hause als zum Besuch, trotzdem durfte nicht durch die Grenze. Aber er hat mit dem Bürgermeister dort gesprochen und er hat dann ihm gesagt, okay, du kannst nach Österreich fahren, aber mit einer Bedingung. Du solltest mit deiner Familie auch nach Österreich fahren, flüchten, aber mit einer Zusage bei uns, du solltest uns das Geld von Österreich schicken, weil wir hier kein Essen, keine Gewehr haben. Ja. I mi smo se tu noćili u Kroacije, Slavonski Brod. Tu je večer cijelu noć pucalo, tu smo mislili da ćemo svi poginuti u večer. Ja. I onda smo prvo u Hrvatsku, u Zagrebu smo bili jedan mjesec kod moje sestre i na taj mjesec smo došli za Austriju. Okay, der Krieg war so, dass sie mussten in, zuerst in Zagreb, so einen Monat bei einer bei Schwester ihrer Gatte und danach sind sie nach Österreich gekommen. Dann kommt nach Österreich wieder Probleme, große Probleme. Jetzt spricht die Deutsch. Ich hatte keine Rede, ich hatte keine Wohnung. Wann kommt nach Österreich? Diese dritte, zweite Tag, Grenze ist zu Österreich, ohne Visum keine da. Ich habe Glück mit Rose, Reisepass, Jugoslawisch Pass. Kommen letzte Station gekommen. Sie ist schon in Wien gekommen und es war sehr schwer, aber trotzdem, sie ist mit ihrer Familie zur Messe Mahalle gebracht. Ja. Ja, mi smo došli u mese hale da se prejavim jer muž nije imao samo jedan krevet radnički, a ja i djeca nismo imali po danas da prenoćimo ovdje. Ja sam puno plakao, nemam gdje da spavam. I kad smo došli u mese hale, oni nas nisu htjeli primiti. Kaže, vi imate hranitelja, imate muža, da vas hrani. Ja sam plakala. I nisam mogla, znala kuda večeras da spavam sa mojim tašnom i dvoje djece. Ne. Znači, moram podobno da spavam. I tako je, otišla sam šef od mojeg muža iz Vinkanfelda, Edvard Šaurala je bio šef mojeg muža. I pustio, ustupio nam stan u 17. decilku, njegov, on je imao firmu Beču, ali je iz Burgenlanda. Es war sehr schwer, in diese Messe, alle, wo tausende Flüchtlinge waren, zu kommen. Es war auch Quarantäne. Und es war auch, Prioritäten waren die Frauen mit Kindern, alleinstehende Mutter. Und sie hat gefeiert und geweint. Und dann ihre Gatte, dann die sind dort nur übernachten, sie hat keinen Platz, die Kinder haben ein Bett gehabt und sie und ihre Gatte keine. Und der Gatte hat überlegt, dann hat er versucht, mit ehemaligen Chef, wo er damals gearbeitet hat, Kontakt. Und er hat sofort ihm geholfen, die ganze Familie aufgenommen im 17. Bezirk. Aber ihre Gatte wollte unbedingt, dass die nie Flüchtlingsstatus haben, sondern sofort zu arbeiten. Und von diesem Tag hat er sofort in dieser Firma angefangen zu arbeiten. Aber die Hanifa mit Kindern musste in einem Bauernhof arbeiten. Und damals im Mai 93 oder 92, als sie gekommen, bis heute Hanifa
arbeitet noch immer. Und jetzt hat sie Pension, sie genießt die Pension, sie hat 2 Kinder und 4 Enkelkinder und lebt zwischen Wien und Linz, weil in Linz lebt ihre Klagenfurt, ja. Die Tochter in Klagenfurt. Hanifa ist bei uns im Chor auch vom Kurzen eingetreten und fühlt sich sehr wohl. Ist das in Ordnung? Das ist ja. ich glaube, es ist eine Geschichte von tausenden Geschichten, aber Hanifa wollte unbedingt von unserer Gruppe. Und das ist erstes Mal, dass sie irgendwo etwas über sich selbst und ihre Familie erzählt hat. Und ich wollte nur sagen, im Namen unseres Vereins, vielen Dank für die Einladung. Der beste Freunde habe ich in ganzen Wien, in ganzen Österreich, aber hier in diesem Saal fühle ich mich immer wie zu Hause. Und besonders vergesse ich nie, mit 38 auch verschiedene Nationen, dass wir eine gemeinsame Friedensreise nach Bosnien organisiert haben. Und ich würde mich freuen, dass wir noch leben und dass noch viele Friedensreisen und das Krieg endet in ganzer Welt. Danke Ihnen. Gut gemacht. So viele Infos, aber ich würde mich von herzlichen Dank, dass Sie Ihr Leben mit uns geteilt haben. Ja. Ich würde gerne Frau Manzer bitten, Frau Manzer Nasala. Sie hat aus Syrien und wir haben uns kennengelernt durch Deutschtraining. Sehr praktische Sache und ich freue mich sehr, dass du da bist und ich auch für das Zuhören. Ich komme aus Syrien und ich bin seit dieses Jahr in Wien. Ich arbeite als Psychologin, ein Freundin von Freunden und als psychologische Beraterin. Ich habe hier nur ein paar Sätze über Frieden geschrieben. Frieden ist, wenn es ruhig und sicher ist, nicht nur ohne Krieg oder Gefahr. Echter Frieden bedeutet auch, dass es gerecht ist. Gerechtigkeit und Respekt vor allen gibt und die Probleme friedlich gelöst werden. Frieden fängt bei uns selbst an, wie wir mit anderen umgehen, in unseren Familien, mit unseren Nachbarn, in unseren Städten, in unserer Gesellschaft. Und wie wir die Gemeinschaft aufbauen. Es geht nicht nur darum, dass keine Angst oder Bedrohung das ist, sondern auch jede die Möglichkeit hat, ein gutes und gerechtes Leben zu führen. Für mich bedeutet Frieden, sicher zu sein, ohne Angst in einer gerechten Gesellschaft zu leben können. Und ich wünsche in unsere arabische Länder, alles Frieden sein. Vielen Dank. Schön, dass du heute gekommen bist. Das freut mich wirklich sehr. So, jetzt gebe ich noch einmal hinauf. Es ist auch Frau Karitzhörer, hat sich auch noch einige Gedanken vorbereitet und die möchten wir jetzt auch gerne hören. Und danach wechselt das Programm ein bisschen. Da wird es dann spannend für alle. Geschichte mitgebracht. Ich war von Mahatma Gandhi mit dem Titel Der König und das Weizenkorn. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die Geschichte kennt. Die geht folgendermaßen. Es war einmal ein König und der machte sich Gedanken über den Frieden. Aber er ist auf keine Antwort gekommen. Er wusste nicht,
wie kann man nur den Frieden errichten? Und er dachte und dachte, keine Lösung in sich. Da sagte man ihm, es gibt einen sehr weisen alten Mann, und den könnte er aufsuchen und ihn fragen. Das machte der König, und dieser Mann war sehr alt und sehr weise, aber er gab ihm keine Antwort, sondern der ging schweigend in seine Küche und er brachte ihm dann aus der Küche ein kleines Weizenkorn. Und das legte er in die Hand des Königs. Dem König war es peinlich, dass er nicht verstand, was dieses Weizenkorn zu bedeuten hatte, und fragte mich, weil er sich ja nicht dieser Peinlichkeit aussetzen wollte. Er ist nach Hause gegangen zu seinem Palast, dann hat er dieses Weizenkorn in ein kleines goldenes Kistchen gegeben und es sehr gut verschlossen im Schrank aufbewahrt. Jeden Tag ging er an den Schrank und schaute nach dem Weizenkorn, sah es, aber er konnte nicht verstehen, was dieses Weizenkorn doch bedeuten sollte, was das mit dem Frieden zu tun haben sollte. Dann begab es sich eines Tages, dass ein anderer weiser Mann, vielleicht war es ja auch eine weise Frau, in den Palast kam, und der König fragte ihn, was es mit diesem Weizenkorn auf sich hätte. Und dieser weise Mann sagte, aber Eure Majestät, das ist doch ganz einfach. Schauen Sie, wenn das Weizenkorn einfach weggeschlossen wird, dann passiert gar nichts. Aber wenn es genährt wird, dann kann es wachsen, dann kann es sich verbreiten und dann kann es Weizenfelder bilden. Und diese Weizenfelder, die werden nicht nur Sie sättigen, sondern Ihr ganzes Volk. Und genauso verhält es sich mit dem Frieden. Der Frieden muss immer genährt werden. Dann kann er wachsen und dann kann er sich überall ausbreiten. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, liebe Gabi. Sehr herzlichen Dank, das ist eine wunderbare Geschichte auch. Und auch das einander zuzuhören, ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, dass wir uns einander näher sind.